Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Erstmal sorry für die Verspätung, aber heute war ein turbulenter Tag. Man musste einkaufen, man musste irgendwelche Möbel aufbauen. Deswegen hat sich das jetzt ein bisschen verschoben, aber die Aufnahme ist brandaktuell von heute. Ich hoffe, man hört im Hintergrund meine Kettensäge nicht, beziehungsweise nicht meine, sondern die, mit der halt gerade hantiert wird draußen. Was ich noch ansprechen wollte, wenn ihr mich mal live spielen sehen wollt, jetzt nicht auf Twitch, sondern auf unserem Community-Server von Enshrouded, dann kommt doch einfach zu mir in den Discord gejoint. Den Link findet ihr in der Infobeschreibung sowie in den Kommentaren. Und was gibt es noch, was ich sagen wollte? Genau, ich habe ja die Abstimmung gemacht, welches Spiel ich als nächstes als Let's Play machen soll. Aktuell ist Dragon's Dogma, ich weiß es nicht, 2, auf jeden Fall mit den meisten Stimmen. Und ich lasse es jetzt bis Sonntag noch laufen und dann gucken wir, welches Spiel es dann final auch wird. Ja, und ansonsten werde ich heute eure ganzen Tipps, die ihr mir geschrieben habt, noch umsetzen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt ins Game. Ich nehme noch ein Schlückchen. Prost, let's go. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück im Spiel. Was mir im letzten Part noch aufgefallen ist, beziehungsweise danach, ich muss ja noch meine Dinger ausgeben. Ich habe ja wieder 2 Fähigkeitenpunkte bekommen und die wollen natürlich verteilt werden. Jetzt lasst uns mal gucken. Hier haben wir Schlangenfresser. Erhöht den Giftwiderstand, der den erhaltenen Giftschaden um 20% reduziert. Und was haben wir, was können wir denn sonst noch machen? Erhöht dein Geschick, Attribut um 1, erhöht den Fernkampfschaden um 5% pro Attributspunkt. Das finde ich nicht schlecht. Was haben wir da? Erhöht die Ausdauer. Und hier erhöht auch den Fernkampfschaden um 5%. Nehmen wir das auch. Gut, dann haben wir die auf jeden Fall ausgegeben. Repariert haben wir, glaube ich, schon alles. Ich mache es jetzt aber einfach nochmal. Dann machen wir mal die Kisten kurz hier voll mit dem Stuff. Also den Heilungsstrom wollte ich behalten. Die Holzpfeile und den Strom hierhin. Tierfell, bla bla bla. Tun wir mal die Metallplatten da noch rein und die Runen. Und für das andere Zeug sollte ich, glaube ich, hier auch... Ach so, nein, natürlich nicht so, sondern wir legen das hier ab. Und passt das hier rein? Nein, passt nichts mehr rein. Aber ich hatte doch... Ach so, das deckt sich immer nur so. Okay. Naja, wurscht. Wir hatten uns ja auch im letzten Part hier die schöne Rüstung gemacht, die auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen mehr Widerstand bietet. Und wir müssen heute unbedingt mal die Flamme stärken. Dafür brauchen wir Harz, roter Pilz, Knochen, erstmal einen Funken, Tierfell. Ich habe doch schon den Funken aufgesammelt, oder Leute? Lass mich mal Cookie Cookie machen. Hä, bin ich... nein, ich habe keinen Funken aufgesammelt. Das heißt, wir gehen in unsere Quests und müssen hier, genau, Flammenaltar und Basisverbesserungen. Die Flamme kann bla 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 bla. Um die Flamme zu stärken, werden Funken und andere Materialien benötigt. Du kannst Funken in Refugien und Schreinen der Flamme finden. Auf der Karte anzeigen. Den haben wir hier. Setzen wir als Wegpunkt. Habe ich alles dabei? Ich habe alles dabei. Ich habe meine Spitzhacke. Und ich habe meine Axt und ich hoffe, ich denke daran, dass ich damit auch zertrümmer. Sonst kriege ich nämlich wieder geschimpft von euch und das möchte ich ja nicht. Die ganzen Waffen habe ich auch dabei, den Magierstab und den Zauberstab habe ich auch dabei. Mir wurde auch geschrieben, dass ich den Zauberstab mehr oder weniger als Fackel nützen könnte. Deswegen nehme ich jetzt auch keine Fackel mit. Tür zu und dann let's go. Lasst uns keine Zeit verlieren und ich hoffe nach wie vor, ihr hört die Kettensäge draußen nicht, was auch immer der da macht. Es nervt. Zumindest ein bisschen. Aber solange ihr es nicht hören könnt, bin ich ja beruhigt. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Aber den nehmen wir einfach gleich mit und jetzt ist... Achso, nee. Hier ist der Wolf. Dann haben wir einmal Wolf und Hase geplündert. Hier ist auch wieder so ein... Oh. Oha, mit einem Schlag. Dabei bringt ihm doch das Schaf nicht mal irgendwas.
Also, das Spiel ist echt witzig. Gut, wir müssen in diese Direction. Und ich glaube, dass wir dann da hoch müssen. Ja, ich weiß, ich esse und trinke kurz. Und da oben wurde schon wieder irgendwas gekillt. Die sind heute genauso in Trouble-Stimmung wie ich, glaube ich. Warte mal, wir müssen da hoch, gell? Halt dich fest. Okay, ich glaube, wir hätten auch von da unten schon springen können. Naja, egal. So, dieses Dorf hier ignoriere ich jetzt einfach mal. Renn einfach jetzt mal hier vor dem Wolf weg, wobei. Der gibt EP, richtig. Und das ist kein Wolf, das ist dieser Köter. So, was bist du für einer? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gut, wir müssen, glaube ich, dann jetzt nach oben. Ja, wir müssen nach oben. Dann düsen wir da lang. Und wie war euer Tag so bis jetzt? Hattet ihr auch so viel Trouble wie ich oder? Oh, ich glaube, in dem Camp hier war ich noch nicht. Plündererlager mit Schacht. Neuer Ort markiert. Geht's mir gut? Passt alles? Ich denke schon. Ach, und da sind natürlich auch wieder Feinde. Ah ja, ich bin übrigens richtig gespannt auf die neue Roadmap, die ja rausgekommen ist. Was wann kommt, es soll ja jetzt im März noch ein Update für Enshrouded geben. Und ja, ich bin echt gehypt, was da so kommt. Ich meine, ich habe das Spiel zwar jetzt noch nicht durch, wie ihr wisst, aber kann ja nicht schaden, neuen Stuff zu kriegen. Stirb. Okay. Ist jetzt hier noch irgendwo einer? Nein. Dann nehme ich die Axt und mache es hier kaputt. Und bevor ich es durchsuche, auf das Zischen achten. Aber hier hat nichts gezischt, einwandfrei. Das können wir plündern. Das ist auch kaputt. Dann haben wir hier noch was. Psst. Da zischt's. Oh mein Gott, Leute, ich hab's gerallt. Was haben wir denn hier? Da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter geht es gut. Schluss mit dem Gequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft. Also wird er bald aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Egal, er wird's überleben. Ja, die Truhe war ein guter Köder, obwohl wir sie gebraucht hätten. Pah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Lol. Also, da hat es was in die Luft gesprengt, was wir noch mitplündern können. Hier ist nix. Das können wir plünderinien. Und das da. Oh, da gehe ich lieber erstmal nicht zu nah hin. Sonst haut es mich gleich in die Luft. Okay, da war nichts. Bin einfach nur jetzt aus Grundsatz weggerannt. Hier haben wir explosive Kugeln. Die Bücher nehmen wir mit. Was ist jetzt das? Ist das jetzt Holz oder Metall? Ging so auch. Auch eine explosive Kugel. Oh nein, ich wollte nicht schlafen. Das passiert mir immer. So, dann machen wir das kaputt. Das haben wir gelesen. Was gibt's hier? Jetzt hatte ich gerade einen kurzen Leggy. Können wir auch durchsuchen. Hier können wir reparieren. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen zurück. Meinen Bogen. Oh, okay. Vergesst es mit dem Reparieren. Sammeln wir hier noch alles auf. Dann brauche ich wieder mal die Axt. So, und hier für die Spitzhacke. Beziehungsweise, ihr habt gesagt, für Metall. Aber Keramik ist ja. Weiß ich nicht, ob ich Keramik mit der Axt kaputt hauen würde.
Aber es klappt ja ganz gut soweit. Außer mit dem Ding hier. Dafür nehmen wir jetzt mal die. Geht es kaputt so? Ja. Looten. Okay, dann sind wir hier durch, beziehungsweise da hinten nehme ich jetzt mal... So und so finden wir eine Höhle. Ist da irgendwas? Nope. Ich brauche die Axt. Nein, so wird das nichts. Jetzt hat. Verflucht sein, diese Trottel. Die haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, sieh dir das an. Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt. Ich schwör es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz. Sieh nur. Mein Mund ist voller Staub und meine Hände sind taub vom Graben. Meine Nägel sind gespalten. Ich bin am Verhungern. Verflucht. Möge das Miasma euch alle holen. So ist es nämlich. So, und hier ist die Truhe. Meisterhafter Streitkolben. Das ist doch bestimmt auch wieder eine Zweihandwaffe. Und es ist genau dieselbe, die ich hier schon habe. Dann kann ich die zerlegen. Und schon ist das Inventar auch wieder voll. Alles klar. Und dann gehen wir mal weiter. Und zwar müssen wir, denke ich, in die Richtung. Ja, aber was haben wir denn hier? Wenn wir eh schon da sind. Aha. Also, hier haben wir nix. Oh. Hä? Ziehen die jetzt wieder ab? Ich dachte, die wollten mich angreifen. Was gibt's hier? Ah! Eine Radde. Ach so. Nö. Ich dachte, ich könnte es mitnehmen, aber dafür muss es ja abgebrannt sein. Na gut, dann machen wir euch noch kurz platt. Na komm her, du. Wir brauchen auch mal ein bisschen EP, dass wir hier mal weiterkommen. Oh nein. Hör doch auf damit. Du bist doch so ein Feini. So. Ja, können wir uns kurz heilen? Können wir wieder was essen? Ja. Trinken können wir und das geht noch nicht. So, dann let's go. Das dürfte ja wieder Feuerstein alles sein. Da haben wir Schafe. Lauf, kleines Schäfchen, lauf. Wer von euch kennt's? Nur nicht mit Schäfchen, sondern mit Mädchen. Schreibt's mal in die Kommentare. Oh, und da hinten ist Eis. Da sind auch wieder Schafis. Da lang oder da lang? Da lang. Ja. Das Wandern ist das Müll, das Los, la 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 la. Nein, ich bin überhaupt nicht aufgedreht heute. Denkt euch bloß nix. Ist das jetzt hier? Muss mal kurz auf die Karte gucken. Nein, natürlich nicht. Ich bin wieder genau falsch gelaufen. Das Ding ist, dass meine Kamera quasi irgendwie genau da hängt, wo die Ding ist. Die Koordinaten mir angezeigt werden. Und deswegen muss ich immer ein bisschen nach rechts gucken, ob ich hier auch richtig laufe. Also wundert euch please nicht. Ist es das jetzt? Könnte sein. Das wäre doch super duper. Ja, Refugium der Flamme. Öffnen bitte. Oh, mein Gott, habe ich mich jetzt gerade kurz erschrocken. Dann brauche ich wieder die Spitzhacke. Jetzt sammeln wir erstmal hier alles ein. Das lesen wir zum Schluss. Oh, habe ich gerade die Liebenden kaputt gemacht? Das tut mir leid für euch.
Okay, wir lesen es doch gleich. Meine liebste Helen, bitte schluck deine Tränen hinunter und setz dich zu mir. Lass uns über das Tal blicken, wie wir es einst getan haben. Die untergehende Sonne und die fallenden Blätter erinnern mich an unsere kostbare Zeit gemeinsam. Lass uns diese Stunden teilen, bevor sie vom Miasma verdorben werden. Komm und leg deinen Kopf an meine Schulter, meine Narzisse. Für immer dein Salem. Oh, schon cute, oder? Was war hier? Was ist das? Sammeln? Ach so. Da kann man also die Funken sammeln. Cool. Cool, cool, cool. Und wir haben jetzt eine neue Quest. Gucken wir uns gleich an. Moment, hier ist auch noch was. So, ich hoffe, ich merke mir das, dass ich jetzt immer Spitzhacke und Axt nehme. Und dass ich das nicht nur jetzt gerade im Sinne habe. Ah, okay. Ja, war es das dann nicht hier? Oder ist hier noch irgendwas Geheimes? Was ich irgendwie vielleicht übersehen habe. Sieht jetzt, glaube ich, nicht so aus, ne? Nee, ich glaube, das war's. Dann wieder raus. Quatsch, ich wollte die Karte, beziehungsweise die Quests. Gut, wir haben jetzt also den Funken gesammelt und jetzt sollen wir die Flamme ja stärken. Dann können wir den Alchemisten holen und die Jägerin oder beide. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Wo ist denn dieser Standort hier? Der war hier, ne? Ja, dann reisen wir jetzt kurz nach Hause und gucken, was wir noch brauchen, um die Flamme zu stärken. Juti. So. Ich kann mit F ja anscheinend anpinnen, aber ich sehe das hier nicht. Wenn ich jetzt F klicke, dann passiert nichts. Harz, Pilz. Erstmal hole ich jetzt das da. So. Kann ich irgendwas hier reinschmeißen? Erde tue ich mal weg und Schutt auch. Also, Harz haben wir hier. Ich habe doch auch Pilze gesammelt. Die haben wir hier. Können wir hier irgendwie aufräumen? Bisschen zumindest. Ja. Also, Harz und Pilze, check. Harz fehlen uns noch drei. Okay. Miasmaflüssigkeit und Tierfell. Wo haben wir das? Tierfell. Und diese Miasma-Flüssigkeit waren doch diese komischen die hier. Aha. Also fehlen uns jetzt zwei Miasma-Flüssigkeiten. Genau. Und dreimal Harz. Gut. Ich habe mitbekommen, dass man Harz am besten bei den Bäumen findet, die diese gelben Blätter haben. Das machen wir dann einmal. Jetzt habe ich zwei Harz gefunden. Ich brauche aber noch eins. Haben wir hier noch irgendwo ein gelbes Bäumchen? Der Wolf ist wieder mit den Schafen beschäftigt. Schön. Gelbes Blättchen. Ich muss sowieso darunter, weil ich ja noch diese Flüssigkeit brauche. Oh, ich sehe kein gelbes Blättchen mehr. Okay. Wisst ihr was? Kurz Ausdauerregen, dann probieren wir es einfach hier mit dem Baum. Vielleicht habe ich ja Glück. Und? Nope. Kein Glück. Hm, das ist doof. Und wieder kein Glück. Mist. Jetzt wird es auch dunkel. Okay, ich gehe kurz nach Hause. Geh pennen. Und dann machen wir das gleich. Ist hier noch irgendwo was Gelbes? Hm. Sieht nicht so aus. Das gibt's doch gar nicht, dass jetzt hier nur ein Baum da war, der irgendwie zu gebrauchen wäre. Naja, gut. Kurz mal nach Hause. Tür zu. Nach oben. Und schlafen.
Bisschen mehr Licht hier drin wäre aber auch nicht verkehrt. Muss ich auch irgendwann mal noch dran arbeiten. Würde euch das interessieren, dass ich einen Part quasi so mache und hier das Haus noch ein bisschen renoviere und einrichte? Oder sagt ihr, nee, kannst auch aufmachen, interessiert mich jetzt nicht so. Schreibt es mir mal bitte. Hahn hat gekräht, wir sind also aufgewacht und düsen wieder los. Wisst ihr was? Ich fäll jetzt einfach hier. Komm schon, einmal hart. Was soll denn der Mist jetzt? Ach, da vergeht doch schon wieder so viel Zeit für den Part, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nach Harz suchen muss. Oh, du Nervensäge. Hey, stirb. Hast du Harz dabei? Nein. Immer diese unnützen Monster. Wieder keins. Mann, Leute. Oh. Aber wenn man rumläuft, findet man tatsächlich einige Sachen. Krieg. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormanda ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens, Forgott. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt kein Entrinnen, wir müssen standhalten. Unser lieber Balthasar. Kann ich noch irgendwie, hier kann ich noch Tierfell mitnehmen? Was bringt denn der? Der bringt wahrscheinlich auch kein Harz, oder? Nope. Was geht hier so? Nix. Düsen wir mal hier runter. Ach komm. Ist doch nicht die Möglichkeit. 5 Harz, gell? Ja. 5 Harz und 2 Flüssigkeit noch. Also 5, 5. Okay. Okidoki. Dann gehen wir halt jetzt ins Miasma. Dann schaue ich mir noch die Truhen da an auf dem Weg. Vielleicht findet sich ja da noch Harz. Und ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich wahrscheinlich mal auf die andere Seite. Und da noch nach so einem Baum Ausschau halten. Ich würde aber ganz gerne heute noch entweder Eiche oder Jägerin holen, dass wir einfach ein bisschen vorankommen. Ich pimmel hier die ganze Zeit durch die Gegend und komme gefühlt aber nicht voran. Kiste. Holzpfeil und Ding, das ist gut. Dann einmal ganz schnell hier runter. Das war die Fackel. Ja, genau. Wieder eine Bandage. Der hat, glaube ich, die Flüssigkeit auch gegeben. Kann das sein? Ja, sehr cool. Dann haben wir die auf jeden Fall fertig. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Ich war ja hier. Ich düse jetzt mal kurz zur Warte. Und fliegt dann von oben runter, weil es nämlich schneller geht, wie wenn ich jetzt quasi über die Brücke gehen würde. Und ja, ihr wisst schon selber, was ich meine. Gut. Ach so. Wenn ich doch jetzt aber schon mal hier oben bin. Mal kurz noch hier diese beiden Dinger kaputt machen. Aber hier war auch kein Harz. Naja, gut, dann ist egal. Dann lass mal kurz noch die Ausdauer hier. Regen und dann sehen wir von hier unten, da hinten ist so ein gelber Baum. Dann fliegen wir doch jetzt mal dorthin. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht verrecke, aber ich glaube, das passt. Genau, das ist die Brücke. Wow, hier ist auch einer. Einmal hier runter, bitte. Juhu, sehr schön. Ich hoffe, der zählt überhaupt schon als Baum. Ja, geil.
Wenn hier aber gerade so viele sind, dann hole ich mir jetzt da auch noch schnell Harz. Oh, keine Ausdauer, aber eins ist schon mal rausgefallen, beziehungsweise zwei. Und hier ist noch was. Jetzt nehmen wir noch die beiden mit. Und da ist wieder der Wolf. Was macht er? Ach, er hat mich natürlich gesehen. Ah, nein. Waffe wechseln. Böser Hundi. So, dann nehmen wir die zwei mit. Den Hund und dann reisen wir nach Hause. Jetzt sollten wir alles beisammen haben und wehe nicht. Gucken wir mal. Stärke die Flamme. Wir haben alles, also stärke die Flamme. Flammenstufe erhöht, Stufe 2, Quest abgeschlossen, Flammenaltar und Basisverbesserungen. Und sie möchte mit uns reden. Die Flamme sagt, mein Leuchten und meine Wärme reichen weiter in die Dunkelheit hinein. Hab Dank, Flammenblut, ich bin stark genug, um dein Zuhause zu schützen, falls du es vergrößern möchtest. Okay. Und der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Und wir haben neue Orte markiert. Also langsam deckt sich hier schon ein bisschen mehr auf. Krypta der Erbauer Jägerin. Und wo ist der Alchemist? Irgendwie hier. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, Leute. Soll ich jetzt noch schnell zur Jägerin düsen? Oder zum Alchi? Ich glaube, ich düse mal zur Jägerin. Gehen wir kurz reparieren. Ach so, aber Moment mal. Ich wollte kurz mal gucken. Wo ist es? Stauraum. Ah ja, genau. Die kleine magische Truhe kann ich auch schon machen. Dafür brauche ich aber wieder Flüssigkeit und Sporen. Das werde ich mir hoffentlich merken. Kleine Truhe, winzige Truhe. Nee, die kleine möchte ich. Dafür brauche ich Nägel, die habe ich jetzt nicht. Könnte mir welche machen, aber ich mag jetzt einfach nicht. Die Bandagen haben wir schon voll. Okay, hier können wir das noch ablegen und einfach das Tierfell noch und ich denke, das sollte passen. Dann düsen wir mal wieder ganz schnell zurück zur Hochweidenwarte und ich gucke, dass ich so viel von der Strecke fliegen kann zur Jägerin hin und dass wir dann von der Jägerin vielleicht die Strecke wieder zurückgehen. Irgendwie so, dass wir heute auf jeden Fall auch noch die Jägerin schaffen. Ja, ich glaube, ich muss nach da. Correcto? Ja. Dann gehe ich aber hier lang. Dann esse ich nochmal und trinke nochmal. So, passt alles? Dann let's go. Ach, ist das schön, so ein kleiner Flug am Nachmittag. Da unten ist auch wieder ein gelber Baum. Und ich hoffe jetzt, ich fliege jetzt nicht gegen einen Baum. Aber weiter wie hier komme ich sowieso nicht. Ach Mist. Aber ich muss darüber, nicht wahr? Ja, irgendwie so in die Richtung. Lass mal schnell gucken. Schaffe ich das? Ich glaube schon. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Okay, ich sehe schon, ich habe Pech gehabt. Nein, nein. Und ich bin auch noch so blöd und drücke nach unten. Puh. Na, ganz großes Kino. Jetzt bin ich hier im Miasma. Oh, Leute. Was soll denn der Mist jetzt? Oh, ich will nicht.
Wie renne ich denn am besten? Ah, Moment, ich glaube, ich kann hier hinten rausrennen. Da sieht es zumindest nicht miasmamäßig aus. Und vielleicht komme ich ja von dort dann irgendwie nach oben. Oder doch, es ist doch miasmamäßig Mist. Also irgendeinen Weg nach oben wird es ja wohl geben. Ich gucke jetzt, ob ich mal hier hochkomme. Bis jetzt sieht es ganz gut aus und ich bin auch schon nicht mehr im Miasma. Cool. Dann hat sich das doch gelohnt, hier lang zu gehen. Wir müssen genau hier so hoch. Und das klappt auch ganz wunderbar. Da hoch. Und da hinten wird mir der Standort angezeigt. Seht ihr? Was ist das für ein Teil hier? Ach so, das ist einfach wieder nur so ein Ding, wie es auch schon bei der Hochweidenwarte war. Also das ist irgendwie auch noch nicht so wirklich das Wahre mit diesem Gleiter. Könnte hier was drunter sein? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Und was ist hier so? Nix. Gut, war ein Versuch wert. So, wir müssen da lang. Wir haben aber hier wieder ganz viele Sachen, die wir vielleicht erkunden könnten. Das bringt mir wahrscheinlich jetzt auch nur Holzscheite, ja. Genau. Aber hier können wir uns hochwurschteln. Und dann hier hochdüsen. Ja, und jetzt? Was geht hier jetzt so? Oh, greifen die mich an? Nein! Bitte lass mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Ich bin doch ganz lieb und brav. Was sind denn das für Dinger? Keine Pläne. Einfach mal mitnehmen. Oh, da ist irgendwas, was nach Aua aussieht. Was ist hier? Nichts, aber hier geht noch eine Leiter nach oben. Ah, hier ist eine Kiste. Mana-Trank und Heilungsstrom. Und hier geht's wieder runter. Okay. Da hinten steht auch noch so ein Typ. Ah, und hier ist die Flamme, falls wir sterben. Oder dieses Gedöns da halt. Düsen wir mal zu dem. Komm her. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist eine Türe. Können wir die betätigen? Ja, nice. Und wo geht's da jetzt hin? Noch sehe ich was. Wo ist der Zauberstab? Da. Ich höre Schafe. Oh, blendet schon wieder so. Was ist hier? Ah, hier kann man hoch. Na dann. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Muss ja sowieso nach oben. Also einmal da lang. Irgendwas brüllt mich an. Feuersteinpfeile.
Hier kann ich looten. So, der ist schon mal tot. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Cool. Sind wir denn jetzt hier hinten fertig gewesen? Ich denke schon, dann gehe ich... Ah, halt, da ist auch noch einer. Gehen wir mal runter. Plündern. Hier ist ein schönes warmes Feuer. Hier ist Tierfell. Windharz. Das nehme ich ja nur zu gerne mit. Was ist das hier für ein Opferstein? Nehmen wir den auch noch mit. Was haben wir hier hinten? Da waren wir ja, ne? Ja. Ich glaube, hier ist Nixon. Dann einmal rauf. Was geht hier? Nix. Dann ist wahrscheinlich auf der Seite auch nix. Korrekt. Yes. Oh. Was ist denn das jetzt? Es sieht irgendwie gefährlich aus. Aber machbar. Und die zwei sind anscheinend da drin gestorben. Das tut mir wirklich leid für euch. Kann ich den irgendwie looten? Ohne zu verrecken? Hallo. Nee, ich riskiere es jetzt mal nicht. Oh, wow. Ich brauche, glaube ich, mal die Spitzhacke. Für das hier. Irgendwas, was ich nicht kenne? Nein. Oh. Hier ist wieder ein Rätsel. Aha. Aber hier habe ich schon eins gesehen. Chop. Gut. Das heißt ja... Genau. Eins ist erledigt. Dann gehen wir in die Richtung. Los, geht doch kaputt. Ist auch wieder hart. Sehr schön. Sah gerade wie so eine Tür aus. Hier geht's auch lang. Oh, das darf ich nicht vergessen. Hier ist ja end viel Harz. Cool, cool. Hier ist der zweite Knopf. Da ist so ein Haken. Ah, und da ist auch der dritte Knopf. Wie komme ich denn zu diesem Haken? Kann ich einfach so machen? Oh ja. Zu weit? Nein. Das war Mistikaki. Oh fuck. So, okay. Habe ich doch noch geschafft. Da hinten, da geht es aber auch noch zum Haken. Kann ich da rauf? Ja. Hey Mann, wie geht denn das? Bin ich jetzt irgendwie blöd? Keine Ausdauer mehr. Mal kurz Trinking an. Oder schaffe ich es vielleicht, dahin zu schießen? Ich glaube nicht, aber wie komme ich denn... dann dort am besten hin. Tja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Was ist denn, wenn ich... Ah! Oh, das war jetzt einfach nur ein Glück. Cool. Nee, passt.
Dann einmal nach da hinten. Und jetzt ist die Türe auf. Oh, da ist eine goldene Kiste. Eiskernzauberstab. Und wieso ist es jetzt plötzlich so dunkel hier drin? Das gefällt mir nicht. Machen wir das jetzt so kaputt? Damit wir wenigstens etwas Licht haben. Komm schon, geh kaputt. Inventar ist voll, na toll. Dann einmal nach da. Links oder rechts? Ich entscheide mich für links. Und brauche das da. Da ist was aufgegangen. Was ist hier? Achso, hier komme ich einfach nur raus, ja? Okay. Hier sind nur diese komischen Dinger. Dann holen wir uns mal die Jägerin. Rezept freigeschaltet. Getrocknetes Fell bei Trockengestell. Das reimt sich. Twitch. Plus 14 mehr unter Jägerin. Neuer Ort markiert. Habe ich jetzt die Jägerin? Ja. Dann lasst uns jetzt ganz schnell nach Hause düsen. Dann platziere ich sie noch kurz. Und dann muss ich den Part aber beenden. Ich muss nämlich noch schneiden und hochladen. Und bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Deswegen... Das dauert ja auch alles noch seine Zeit. Was sagt uns die Flamme? Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Das kann sein. Wo ist unser Beschwörungsstab hier? Den tauschen wir mal kurz damit. Und dann stelle ich sie erstmal zum Schmied, bis ich ihr dann auch irgendwas Cooles gebaut habe. Halt. Quatsch, einmal so. Tabulator, Beschwörungsstab bereit machen. Die Jägerin schließen und hinstellen. Cool, 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 cool. Dann würde ich sagen, beende ich den Part auch an dieser Stelle wieder. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich war zwar ein bisschen aufgedreht, aber mei, es gibt solche und solche Tage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Habt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis dann!